Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Israel Adesanya hat einen neuen Gegner, wie es scheint, und es freut uns alle sehr. Ja, wir haben natürlich lieber ganz gerne diese Fehde zwischen ihnen und Dreyko Du Plessis gesehen, den Südafrikaner, der auch schon bei KSW gegen bekannte Leute von uns wie Roberto Soldic gekämpft hat. Ja, jetzt hat er die Gewichtsklasse im Mittelgewicht ordentlich aufgeräumt mit seinem Sieg gegen Robert Whittaker, und Israel Adesanya ist sein neues Ziel geworden, beziehungsweise andersrum. Denn Adesanya hat ja schon Du Plessis seit Monaten angepriesen und auf diesen Kampf gehofft und hat aus seiner Aussage etwas ganz Großes gemacht, was er einfach als Motivation genutzt hat, um zu hoffen, dass er Whittaker schlägt. Das hat er auch getan. Jetzt ist dieser Gegner Du Plessis mit einem geschwollenen Fuß, mit einer Verletzung, aber raus aus der potenziellen Möglichkeit, gegen Adesanya zu kämpfen, und zwar im September. Und Adesanya hat hier eine ganz klare Message gemacht, gegen wen er als nächstes kämpfen will, und zwar gegen Sean Strickland, weil dieser gerade, ja, erstens natürlich ebenfalls für seinen krassen Trash-Talk bekannt ist, plus darüber hinaus gegen Abusmagomedov gerade gewonnen hat. Etwas, was Adesanya sich auch ganz genau angeguckt hat, dieses Matchup. Hat natürlich gehofft, dass Sean Strickland auch gewinnt, weil er mit ihm auch eine Rechnung offen hat, weil die auch schon mal Trash-Talk gegeneinander ausgetauscht haben. Und er wird von vielen jetzt kritisiert, warum er Sean Strickland das leichte Matchup nimmt. Ja, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke natürlich auch, Sean Strickland wird kein Gegner für Adesanya sein in diesen 5 Runden. Aber kann mir einen interessanten, geilen Kampf vorstellen mit viel Trash-Talk, denke aber, Adesanya würde Strickland hier auf jeden Fall ausnocken. Guckt euch gerne an, was Adesanya hier zu Du Plessis und Sean Strickland gesagt hat. Wir werden den Kampf dann wohl im September eher gegen Strickland nehmen und sehen, vorausgesetzt, Strickland nimmt diesen Kampf letztendlich auch an. Guckt es euch gerne mal kurz an. Drickes the you f***ing bitch. Oh, all you had to do is put on some gloves, I was ready to go again. No you weren't, you're a bitch. That's why I'm not taking this fight. Your foot sore. My knee was jacked too from my last fight. Guess what I did, I showed up, because that's what a champion does. Championship caliber, built different. A lot of you fighters talk about, oh, I'll fight anyone, anywhere, anytime. No you won't. I do. Alex Volkanovski does. We're built different. I'm at the gym right now, about to get some work. So I'm fighting in Sydney. I don't give a f*** who. Dickless, du pussy. Dickless. F*** off. You're out. Strickland, you're in. Let's do the man dance. Show you how to really dance. Yeah. Well, yeah, I'd title, but you guys talking shit about, I can fight. No, you can't. You're pussy. Und ja, Freunde, lasst an dieser Stelle auch mal unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Adesanya wurde auf jeden Fall ordentlich kritisiert, weil er, ja, einfach wie gesagt hier den easy Weg nehmen will, so wie es viele behaupten. Er sagt, ich habe in der UFC in meinem ersten Jahr 5-mal gekämpft. Als Champion bin ich immer noch dabei, immer wieder aufzutauchen, selbst als Covid am Start war. Und ihr nennt mich alle soft, weil ich nett bin und nice Sachen mag im Endeffekt. Und eure Favorite Fighter oder Personen sind softer als Babykacke. Ja, das ist natürlich eine ganz klare Message. Adesanya muss man respektieren für seine Leistung in der UFC. Und wenn er Bock hat auf einen Kampf gegen Strickland, dann kann man diesen Kampf auch machen. Es haben schon Champions andere Challenges genommen, also Strickland ist auf jeden Fall ebenfalls einer der Besten und wäre auch für Adesanya kein schlechter Gegner. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.